Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat der Abg. Felstehausen, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Bamberger, Sie haben es in Ihrer ersten Rede hier gesagt, wo steht die Hessische Landesregierung, was ist passiert. Und Sie haben die Hessische Landesregierung doch sehr über den grünen Klee gelobt, was den Bereich der Digitalisierung angeht. Und Sie haben wörtlich gesagt, die Hessische Landesregierung ist sehr interessiert und sehr motiviert, wenn es um Digitalisierung geht. Wenn man das einmal in eine Zeugnissprache übersetzen würde, dann würden Sie sagen, die Hessische Landesregierung hat sich stets bemüht. Und jeder weiß von uns, was das eigentlich heißt. Die Hessische Landesregierung hat sich nämlich nicht in der Vergangenheit dadurch ausgezeichnet, dass sie ambitioniert in dem Bereich der Digitalisierung vorangeschritten ist. Was man gemacht hat, und man hat das jetzt mit der Einrichtung eines Ministeriums fortgesetzt, man hat Titel vergeben. Der Finanzminister Schäfer wurde CEO. Ja, das hört sich besser an, aber passiert ist nichts. Aber dann habe ich einmal bei meiner Recherche geguckt, was ist denn da eigentlich jetzt in der Planung? Und ich möchte zitieren. Mit ihrer neuen Aufgabe legt die Hessische Landesregierung einen umfassenden Maßnahmenplan für digitales Verwaltungshandeln für die nächsten 5 Jahre vor. Damit gehen wir den Weg der Verwaltungsmodernisierung in Hessen konsequent weiter. Der Dreiklang unserer E-Government-Strategie, Strategie für digitales Verwaltungshandeln, lautet E-Services, E-Administration und Open Government. Einige dieser Begriffe haben wir schon gehört. So machen wir unsere Verwaltung weiter schlank und fit für die Zukunft. Das hört sich ja eigentlich ganz gut an. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, das kam aus einer Pressemitteilung von 2015. Und jetzt schauen wir einmal, was seitdem passiert ist. Und da stellen wir fest, viel Planung ist in der Zeit nicht passiert. Und noch viel wichtiger, an der Umsetzung hapert es nach wie vor. Im Mai 2018 hat dieser Landtag das E-Government beschlossen, im Übrigen als einer der letzten Bundesländer. Hessen ist da nicht ganz vorne, wie immer behauptet wurde, sondern Hessen hat im Bereich der Digitalisierung die rote Laterne übernommen. Und dieses Gesetz, das 2018 beschlossen worden ist, das ist auf 10 Jahre befristet. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Befürchtung, dass wenn es in dem Tempo weitergeht mit der Digitalisierung und dass wir dann keine grundlegenden Änderungen mehr erleben, bevor dieses Gesetz nach 10 Jahren wieder außer Kraft tritt, dann geht es nämlich überhaupt nicht weiter. Ziel dieses Gesetzes sollte es nämlich sein, und das steht ja auch in dem Antrag, wenn es darum geht, wie mit Anträgen und mit Planungsunterlagen umgegangen wird, eine medienbruchfreie Antragsbearbeitung vom Eingang über die Bearbeitung bis zu der Bescheidung sicherzustellen. Aber all das ist nicht passiert, und es ist vor allen Dingen deshalb nicht passiert, weil die Kommunen in keiner Weise mit eingebunden sind. In diesem E-Government-Gesetz finden sich lauter Sollvorschriften und Kannvorschriften, aber die wenigsten Sachen sind verbindlich geregelt. Und vor allen Dingen, all das soll erst 2022 in Kraft treten. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, wie schnell die Digitalisierung voranschreitet. Wenn Sie einmal schauen, was im Banken- und Versicherungsbereich passiert, dann kann man sich ungefähr ein Bild davon machen, welche Dynamik das Ganze hat. Und wenn die Hessische Landesregierung mit diesen Zeitplanungen 2022 fortfolgende weiter fortmacht, dann wird uns das Ganze überholen, ohne dass wir überhaupt mitbekommen haben, dass was passiert ist. Aber natürlich gibt es auch Dinge zu beachten bei der Digitalisierung. Und die FDP hat ja auf ihre Plakate geschrieben, Digitalisierung first, Bedenken second. Nein, es gibt durchaus, warten Sie meine Antwort ab, einige Sachen, die wir durchaus bedenken sollten und die wir nicht einfach beiseite schieben können. Das ist nämlich unter anderem die Frage, wie denn die Digitalisierung im ländlichen Raum passiert. Da ist bisher an vielen Stellen
sehr wenig zu erleben. Es ist die Frage zu stellen, eben auch schon aufgekommen, wie sieht eigentlich die Möglichkeit aus, zu einem umfassenden Zugang zu digitalen Medien? Haben wir dort nur die Generation der unter 50-Jährigen im Kopf? Oder wie gehen wir mit denen um, die eben nicht an der Stelle qualifiziert sind? Und last not least hat Digitalisierung in der Verwaltung vor allen Dingen auch etwas zu tun mit der Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten. Die Aufgabe muss es sein, dass alle Mitarbeiter befähigt werden und alle Mitarbeiter mitgenommen werden in dem Weg in diese digitale Verwaltung. Es reicht eben nicht aus, nur irgendwo Rechner hinzustellen und Leitungen zu verlegen. Die Kompetenz muss eben auch bei den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung wachsen und aufgebaut werden. Und dafür muss man erheblich Geld in die Hand nehmen. Ich möchte zum Schluss aber noch einmal auf den anderen Aspekt Ihres Antrags eingehen. Bürokratieabbau fordern Sie. Und wenn Sie an dieser Stelle von Bürokratieabbau reden, dann höre ich immer nur die Begriffe Unternehmen, Mittelstand, all das. Aber Bürokratie macht viele, viele andere Bereiche aus. Wenn Sie wirklich Bürokratie abgeben wollen, dann möchte ich Ihnen einen Hinweis geben, wo wir als LINKE auf jeden Fall mit dabei wären. Bürokratieabbau, versuchen Sie es doch einmal im Bereich der überbordenden Kontrollwut bei den Sozialbehörden und dem einen Riegel vorzuschieben. Täglich schwärmen Tausende von Mitarbeitern im Außendienst aus, um diese sogenannten Hartz-IV-Kontrolleure, um Bagatellverstöße aufzudecken. Da werden Zahnbürsten gezählt, da werden Möbelstücke begutachtet und da werden Kleiderstücke im Schrank inspiziert, immer in der Hoffnung, man könnte doch einen Sozialbetrüger an der Stelle aufdecken und den möglicherweise auch abschrecken. Meine Damen und Herren, wenn wir Bürokratieabbau wirklich ernst meinen, dann sollten wir an den Stellen anfangen, wo es am wirkungsvollsten ist, und sollten dort unterstützen, wo wir feststellen, Bürokratie hat an der Stelle nur eine abschreckende Wirkung und hat überhaupt keine Wirkung, was den Bereich der Kosten angeht. Vielen Dank. Ich bin gut in der Zeit, weil wir haben nach meiner Rede, glaube ich, Feierabend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Ah, schön wäre es. Das war eine typische Fehleinschätzung, macht aber nichts. Das Wort hat der Kollege Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Nimm das Glas mit. Ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, es ist gut und richtig, wenn wir uns darüber unterhalten, was ist Maß und Mitte bei Themen wie Bürokratie, wie müssen wir unseren Staat organisieren. Das ist im Übrigen nicht nur Bürokratie ein Thema, sondern auch die Frage des Staatsaufbaus, der inneren Organisation unseres Staates. Auch das ist dann ein Thema. Und die Frage, welche Chancen sich aus Digitalisierung heraus ergeben, um sozusagen Prozesse besser zu machen. Der Kollege der GRÜNEN hat das ja schon erwähnt, hatte auch eigentlich vor, mich selbst zu zitieren aus der Diskussion rund um das E-Government-Gesetz, als ich nämlich auch Herrn Thorsten Dirks, und im Übrigen, wenn Sie zitieren, dürfen Sie dann auch sagen, ein Scheißprozess, so ist nämlich das Originalzitat, da stimmt es nämlich völlig richtig. Alleine Digitalisierung in der Verwaltung macht noch keine Verbesserung. Wenn der Prozess schlecht ist, dann nutzt er auch nichts, wenn er weiterhin digital, aber schlecht bleibt, meine Damen und Herren. Ich habe aber, meine Damen und Herren, liebe Kollegen der FDP, ein Problem mit dem, wie Sie insbesondere Ihren Antrag nicht in der Überschrift beschreiben, sondern in Nummer 1 das Thema Bürokratie an sich aufziehen. Das zieht sich durch mit Ressourcenverschwendung, lästige Vorgaben, machtschwere Beine und so weiter und so fort. Und Sie wollen den unkomplizierten Staat. Nein, ich hätte gerne den Staat, der dafür sorgt, dass der Ehrliche nicht der Dumme ist, dass alle gleich behandelt werden, dass gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle auch dokumentierbar durch die Verwaltung auch allen zur Verfügung gestellt werden kann und am Ende der Rechtsstaat dafür sorgt, dass das alles auch noch kontrolliert wird durch die unabhängige Gerichtsbarkeit, meine Damen und Herren. Deswegen, bitte schütten Sie nachher immer nicht das Kind mit dem Bade aus und sagen, Bürokratie ist per se schlecht, sondern deutlich zu machen, wo gibt es Verbesserungsbedarfe, wo gibt es Herausforderungen und wo brauchen wir Effizienzsteigerung, würden Sie es vielleicht nennen, oder was auch immer. Aber nur in diesem Duktus zu bleiben, meine Damen und Herren, es würde den Diskurs vereinfachen, wenn wir, glaube ich, einen anderen Blick auf das Thema Bürokratie werfen könnten.
Und ich will auf viele Beispiele verzichten, wo man das genau deutlich machen kann. Ja, es ist richtig, z. B. im Bereich der Gastronomie, was dort teilweise an Zustände, an Statistiken geführt werden muss, an Berichtspflichten und ähnliches mehr. Und teilweise fragt man sich selbst als Außenstehender, das ist alles dasselbe Thema, aber ich muss es an mindestens 4 verschiedene Stellen schicken. Da würde sich A, Digitalisierung anbieten, kann man einfacher machen und bei manchen Sachen sich auch ernsthaft fragen, wie man es effizienter gestalten kann. Aber da gibt es sozusagen auch noch Beispiele, wo Bürokratie ins Schaufenster gestellt wird, aber es eigentlich nicht um das Thema Bürokratie geht, sondern um das Thema, was dahinter gestaltet werden will. Ich weiß noch, als Kollege Decker in den letzten Wahlperioden mit der FDP sich immer wieder rund um das Thema flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn auseinandergesetzt hat, war immer das große Thema Bürokratie. Man hat natürlich vergessen, dass im Arbeitszeitgesetz vorher auch schon Arbeitszeitaufzeichnungen vorgesehen waren. Nur, wissen Sie was? Dadurch kam man dazu, dass man es kontrollieren muss, meine Damen und Herren. Und deswegen, es geht nicht nur um Aufzeichnung, es geht nicht nur um Bürokratie, sondern es geht am Ende des Tages nachher auch um Kontrollmöglichkeiten. Denn da hat die FDP recht, es geht nicht um Bittstelle, sondern es geht um den souveränen Partner des Staates, meine Damen und Herren. Und da darf der, der an sich an Recht und Gesetz hält, nachher nicht der Dumme sein und die anderen die Nase vorn, meine Damen und Herren. Beim Vergaberecht, Sie sprechen es an, auch in Ihrem Antrag. Ich bin der Letzte, der die Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen dafür verteidigt, was sie damals beschlossen haben. Wir finden das Gesetz falsch in der Art und Weise, wie es ausgestellt ist. Und vor allem fehlen da viele Komponenten in der Frage Kontrollmöglichkeiten und vieles andere mehr, dass, wenn wir in Hessen heute real tatsächlich immer noch öffentliche Aufträge haben, wo es eben nicht so zugeht, wie wir uns guten Wettbewerb und gute Arbeit nachher dann auch vorstellen, meine Damen und Herren. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, wenn Sie das alles in diesem Bereich mit aufnehmen und sagen, am Ende brauchen wir es schlanker. Nein, wir brauchen dafür auch Regeln, und wir brauchen die Digitalisierung, um alles besser zu machen. Und da bin ich, weil wir das Thema natürlich vor allem am Bau immer wieder diskutieren. Digitalisierung und Bau, alle reden über BIM, neue Planungsmethoden und Ähnliches mehr. Alle bleiben aber stehen bei der Frage Digitalisierung und Technik. Fast niemand diskutiert nachher in der Frage, also BIM, Building Information Modeling, in der Frage, dass es ein völlig anderer Planungsprozess mit Lebenszeitbetrachtung des Bauwerks und anderen Themen mehr. Und das ist dann keine Verwaltungsleistung, nur jetzt einfach auch für unsere Verwaltung, die öffentliche Hand, sich umzustellen, sondern es bedarf auch sozusagen Hilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, damit sie überhaupt im Wettbewerb statthalten können. Deswegen ist nicht nur die Digitalisierung als Lösungsmöglichkeit zu beschreiben, sondern in der praktischen Umsetzung nachher das Spannende und deutlich zu machen, wie wir es organisieren können, dass es wirklich Verbesserungen gibt, meine Damen und Herren. Deswegen nur die Digitalisierung als Buzzword zu nehmen, ist, glaube ich, sicherlich der falsche Weg, damit wir nachher auch kleinen und mittelständischen Unternehmen in Hessen möglich machen, an öffentlichen Aufträgen teilzunehmen. All das werden wir sicherlich, und das verspreche ich Ihnen, rund um das Thema hessisches Tariftreue- und Vergaberecht hier in diesem Haus sicherlich noch weiter diskutieren. Ich will aber noch ein wenig, weil wir ja jetzt mit Spannung erwarten, Frau Ministerin, was Sie noch zu dem Thema Digitalisierung zu sagen haben, weil ehrlich gesagt bei vielen Debatten in der letzten Wahlperiode rund um die Frage, wie stellen wir öffentliche Verwaltung auf und machen es fit für die moderne Zeit, war jetzt der zuständige Innenminister z. B. beim Thema E-Government jetzt nicht sonderlich hilfreich. Deswegen, der Kollege der LINKEN hat ja schon erwähnt, wir sind jetzt nicht wirklich Hessen vorn, sondern ganz im Gegenteil, da haben wir hinterhergehinkt. Beim E-Government-Gesetz haben wir abgeschrieben, was damals zum Zeitpunkt der Beschlusslage schon veraltet war. Und deswegen Hessen vorn beim Thema Digitalisierung in der Verwaltung. An dem Punkt geben wir auch der FDP recht, sieht es mau aus. Und da gibt es große Erwartungen, große Herausforderungen, und wir sind sehr gespannt, wie das gestaltet werden kann, damit wir wirklich für den Bürger mit einheitlichen Ansprechpartnern, einem einheitlichen Online-Zugang und vielen anderen Dingen mehr wirklich digitale Verwaltungsdienstleistungen anbieten können. Aber auch dazu müssen die Prozesse in der Verwaltung verändert werden, meine Damen und Herren. Es ließen sich noch Beispiele noch weiterführen, wo Hessen eben nicht Hessen vorn, sondern Hessen teilweise auch Sonderwege beschreitet, Hessen nicht eben die Vorreiterstellung einnimmt, wie wir es uns hier erhoffen. In der Frage von IT-Planungsrat ist Hessen nicht vorne mit dabei. Beim Thema Open-Data-Plattform GovData nimmt Hessen nicht teil. Online-Zugangsgesetz ist in der Tage in der Tat eine spannende Frage, wie setzen wir es um. Wir haben zwar bis nach dem Gesetz bis 2022 Zeit, aber es wäre tatsächlich spannend, auch welche Herausforderungen auf die kommunale Familie vorkommen und all das, wie wir als Land diese Hilfestellungen machen.
und es hilft nicht, nachher nur Gesetze zu verändern. Der eine oder andere von uns wird sich, oder die eine oder andere wird sich erinnern an die Anhörung rund um das Thema Digitalisierung und die Auswirkungen für Wirtschaft und Arbeit in Hessen hier im Plenarsaal. Und alle, die sich mit dem Thema Justiz, ob Rechtsanwälte, Vertreter von Gerichten, der Staatsanwaltschaften, die haben hier alle bald vor Lachen in die Tischkanten gebissen und haben gesagt, ihr erzählt uns etwas von digitalem Rechtsverkehr, ihr erzählt uns etwas von Veränderungen in der Justiz. Wie sollen wir das hinbekommen? Wie soll bei mir im Hinterland, wie soll das bei mir in Werra-Meißner und wo auch immer tatsächlich stattfinden, weil mir die Infrastruktur dafür fehlt? Ich kann das überhaupt nicht abwickeln, meine Damen und Herren, und deswegen nicht nur über Gesetze dabei reden, sondern über die praktische Umsetzung. Auch da sind wir sehr gespannt, inwieweit ob es da Veränderungen gibt im Vergleich zu den letzten 5 Jahren, Frau Ministerin. Und letzter Punkt, den Sie in Ihrem Antrag beschreiben, der Normenkontrollrat. Ich will Ihnen das jetzt ersparen, wenn man sich umschaut, was andere Bundesländer dabei machen. Und ich habe, ja, manchmal muss man sich auch quälen bei der Vorbereitung, aus dem Bayern-Kurier ein Interview von Herrn Nussel gelesen, CSU-Landtagsabgeordneter und Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für den Bürokratieabbau. Wenn das alles, was der Mann von sich gibt, beschreibt, wie er sich Entbürokratisierung vorstellt, dann führen wir politisches Handeln völlig ad absurdum. Dann ist das sozusagen, am besten machen wir gar nichts, am besten sagen wir, wie hätten wir es gerne, aber ob irgendetwas geregelt wird, das ziehen wir uns komplett raus und lassen das Feld wem auch immer, aber Politik zieht sich raus. Deswegen Vorsicht an der Bahnsteigkante und ob ein Rat besser ist als ein Beauftragter. Am Ende des Tages produzieren die im Übrigen auch vor allem eins, sie können sich raten, die Bürokratie. Deswegen bürokratische Verfahrensweisen zu überprüfen, zu verändern, zu schauen, wie wir Prozesse auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung neu aufstellen, ob alles das, was wir bisher so tun, richtig ist, zu hinterfragen. Ja, Bürokratie und staatliches Handeln so zu stigmatisieren, wie Sie es getan haben, nein. Aber die große Frage, was tun wir in Hessen, damit wir tatsächlich in 5 Jahren mit digitaler Verwaltung anders dastehen, als wir es im Jahr 2019 tun. Frau Ministerin, da liegt viel Arbeit vor Ihnen, und wir sind sehr gespannt und werden es kritisch begleiten in der weiteren Arbeit, weil die Überschriften und Buzzwords zu verwenden, das macht noch lange keine digitale Verwaltung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Für die Landesregierung hat das Wort die Frau Staatsministerin Sinemus. Bitte sehr. So, das ist der Tag der Erstlingsreden. Ich hoffe, dass das nicht die erste Rede sein wird. Ich bin mir sicher, es wird nicht die letzte sein angesichts der vielen, vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen mit dem Thema der Digitalisierung. Es ist aber auch herausfordernd, die Erstlingsrede als letzte an einem dreitägigen Plenum zu halten. Aber eins kann ich Ihnen sagen, vor Herausforderungen habe ich mich noch nie gedrückt. Herausforderung hat auch eine Menge mit Mut zu tun. Und so habe ich 1996 als erste Unternehmerin ein Start-up aus der Technischen Hochschule Darmstadt heraus gegründet. Und diese Pionieraufgabe ist gelungen. Jetzt stehe ich erneut vor einer Pionieraufgabe, ein Start-up-Ministerium, was am Ende letzten Jahres im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Auch das fand ich mutig. Das ist übrigens schön, hier als Erstling bekommen wir wenigstens etwas zu trinken hier vorne. Zweitens haben bisher Rudolf zu Ende erzählt, und dann mache ich weiter.
Mut. Ich hatte es gerade von Mut und mutig, und ich denke, es ist auch eine Herausforderung, jetzt hier zu versuchen, die Dinge, die vor uns liegen, so auf den Punkt zu bringen, dass ich einerseits sage, wo stehen wir, und andererseits, wo wollen wir hin. Ich sage nur eins, es hatte auch Mut der Ministerpräsident, der nämlich mich als Quereinsteigerin aus der Praxis geholt hat, und ich bin eben kein Politprofi. Viele sagen mir nach, auch das war mutig. Was ist denn überhaupt Mut? Mut ist die grundsätzliche Bereitschaft, so ein Zitat, angesichts der zu erwartenden Probleme etwas zu tun, was man für richtig hält. Und genau das tue ich. Mut ist aber auch der Kern von Innovationen. Denn jeder Unternehmer, der innoviert, ist mutig. Ohne Innovation kein Wachstum, ohne beherzte Investitionen in Innovationen keine Zukunft für unseren Standort Hessen. Als der Innovator der Zukunft gilt auch die Digitalisierung, und das insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Damit wir weiterhin Innovationen fördern und Wachstum sichern, und hier möchte ich auf den Punkt 1 des FDP-Antrags eingehen, ist eine wesentliche Aufgabe auch die, ähnlich bürokratiearme Förderinstrumente wie den Digi-Check oder den Digi-Zuschuss speziell für kleine und mittelständische Unternehmen weiterzuentwickeln und so unkomplizierte Förderabläufe zu gießen. Und auch das haben wir vor. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von uns als Landesregierung, die eine Digitalministerin berufen hat, deren Aufgabe es ist, im Querschnitt mit allen Ressorts Digitalisierungsthemen einerseits zu bündeln und zusätzlich mit eigenen Zuständigkeiten wie Breitband und Mobilfunk sowie Verwaltungsdigitalisierung ausgestattet ist. Ich hatte viele, die mir anempfohlen haben, was ich so tun soll, Antrittsbesuche von dem einen oder anderen. Und Achim Berg war einer der Ersten, ein Präsident des Bitkom-Verbandes, dem Deutschen Digitalverband mit mehr als 5.000 Mitgliedern, der mich hier in Wiesbaden besuchte und sagte, das ist toll, was ihr in Hessen wagt, ein eigenes Digitalministerium. Dafür seid ihr die Ersten in Deutschland, und wir wünschen euch und uns, dass wir das als Textbuch über Deutschland und Europa hinaus entwickeln. Und ich finde sehr wohl, dass all die, die hier von den Bürgerinnen und Bürgern ins Parlament gewählt werden, um sie zu vertreten, stolz darauf sein können und dieses konstruktiv unterstützen. Denn der Aufbau etwas Neuem hat eine Chance, wie die Digitalisierung eine Chance für unsere Zukunft hat. Viele von Ihnen wollen wissen, wo stehen wir im Aufbau dieses Neuen. Viele von Ihnen haben auch schon einmal ein Haus gebaut. Mit dem Beschluss nach Artikel 104 Hessische Verfassung haben wir jetzt gestern am Tag 75 das Fundament gelegt. Darauf bauen wir auf und ziehen erste tragende Elemente ein. Ein tragendes Element unseres Hauses ist unser Selbstverständnis. Die Digitalisierung soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Dies ist ein Grundsatz beim Bau eines soliden Hauses. Das Fundament ist da, der Beschluss zum Artikel 106. Und bevor ich jetzt weiter mit dem Hausbau versuche, einen Exkurs zu entwickeln, möchte ich auf die konkreten Punkte, nämlich insgesamt sind es vier, des Antrages eingehen. Erstens Vergaberecht. Dazu empfehle ich die Lektüre der Seite 137 des Koalitionsvertrages. Dort kündigen wir die Vereinfachung des Vergaberechts an. Das ist in Planung und ist ein stetiger Prozess, den es zu optimieren gilt. Punkt 2. FITCO. Sie erwähnen zu Recht in Ihrem Antrag mit der Ansiedlung der sogenannten FITCO, der föderalen IT-Kooperation in Frankfurt, signalisiert Hessen darüber hinaus seine Innovationsbereitschaft in Sachen
Digitalisierung und Verwaltungsumfeld. Gleichzeitig profitiert die hessische Verwaltung von den positiven Impulsen, die sich aus FITCO ergeben werden. Lassen Sie es mich so sagen, wir als Metropolregion werden Deutschlands E-Government-Hauptstadt. E-Government. Es wurde von den Vorrednern schon an vielen Schnittstellen gesagt, E-Government oder Verwaltungsdigitalisierung will ich Ihnen sagen. Wir brauchen in der öffentlichen Verwaltung bei der Digitalisierung Prozesse, die es einfach machen. Ein schlecht verständliches analoges Formular bleibt auch digital schwer verständlich. Wir brauchen Verfahren, die analoge Teilhabe und digitale Prozessabläufe in einer solchen Balance verknüpfen, dass es den Menschen den Alltag erleichtert. Das sehe ich als unsere wesentlichen Aufgaben an. Viertens. Normenkontrollrat. Sie fordern, dass Hessen einen Normenkontrollrat braucht. Meine Damen und Herren, wir haben einen Normenkontrollrat, nämlich unsere Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung, die AVV, besetzt mit hochkompetenten Verwaltungsexperten. Jeder, der schon einmal Gesetzesberatung mitgemacht hat, kennt diese. Die AVV befasst sich aber nicht nur mit Gesetzesentwürfen, sondern auch mit der Überprüfung von Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Förderprogrammen. Das ist ein viel weitergehender Prüfauftrag, als der auf Bundesebene bestehende Normenkontrollrat hat, und gleichzeitig weniger kostenintensiv. Das heißt, Sie fordern hier völlig unnötig ein neues bürokratisches Gremium zum Bürokratieabbau. Dies sei nur einmal angetippt auf die vier Aspekte, die in dem Antrag benannt werden, dass, wo ich darauf rekrutieren möchte. Wir werden in dem Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz diesen Antrag selbstverständlich beraten. Ich kann zum Schluss nur eines sagen. Digitalisierung ist überall, und wir werden und wollen Digitalisierung lösungsorientiert und zum Nutzen der Menschen an der Schnittstelle Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft entwickeln. Als Gründerin und Unternehmerin baue ich aktuell mein drittes Start-up in der Phase 1 auf. Und ich tue das mit dem Selbstverständnis, den uns der Ministerpräsident nach unserer Vereidigung mit auf den Weg gegeben hat. Ein Zitat von Max Weber. Wir nehmen diese Aufgabe an mit Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Und ich füge hinzu, im respektvollen Umgang miteinander. Auch in diesem Haus. Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre Rede. Und wir haben jetzt das Ende. Das war die erste Rede der Ministerin. Ja. Gut, wir sind am Ende der Debatte. Der Antrag soll überwiesen werden in den WVA und in den Digitalausschuss DDA ab. Nur zur weiteren Beratung. Ja, ja. Probleme damit? Nicht der Fall. Dann machen wir das so. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch ein paar Punkte, wo wir mal schnell klären müssen, wie es da weitergeht. Oder wir tagen noch weiter. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte heute Morgen, als wir in gleicher Besetzung hier gesessen haben, nicht gedacht, dass wir um diese Zeit noch so freundschaftlich und friedlich zusammen sind. Es ist immer wieder schön. Punkt 26 ist ein Antrag der Fraktion DIE LINKE. Klima schützen, Leben retten und so weiter. Was machen wir mit dem Ausschuss? Bleibt auf der Tagesordnung. Gut. Dann haben wir 28, Antrag Fraktion der AfD, Bahnübergang B42 mit dringlichem Entschließungsantrag CDU. Was bleibt mit dem? Bleibt auf der Tagesordnung. Moment, bitte sehr.
Herr Präsident, wir helfen ja gern, die Geschäftsführer. Vielleicht können wir uns so verabreden, so ist es bisher Praxis. Wenn nichts verabredet ist, bleibt es auf der Tagesordnung. Und wenn eine Fraktion etwas in den Ausschuss will, möge sie bitte jetzt ihr Händchen heben. Sparen wir wertvolle Sekunden zum Golfen, zu spät, aber wir haben alle trotzdem noch etwas davon. Das können wir gern machen, aber es ist doch schön, wenn wir noch ein bisschen zusammen sind, Kollege Rudolph. Drucksache 19 und 35. Jetzt wacht keiner etwas zu sagen, dann bleibt es auf der Tagesordnung. 30 ist der Antrag der Dr. Sommer, SPD und so weiter, Anerkennung von Nachbarschaftshelfern. Bleibt auf der Tagesordnung. 36, Antrag der Fraktion der SPD, Staatsvertrag alevitische Gemeinde. Auch. Dann haben wir 31, 32, 33, 72. Das ist Bahnlärm und so weiter und so fort. Bleibt auch. Dann haben wir 39, Antrag Fraktion der FDP, Bürokratieabbau und digitale Planung. Kollege Lenders, halten wir durch, bleibt auch. Jawohl. Dann haben wir 43, Antrag der FDP, Landesregierung, Flächenstilllegungen. Auch. Dann 46, Antrag Borkenkäfer, SPD. Der muss ja drauf bleiben, ne? Das ist klar. Dann haben wir 48, Antrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Leistungskraft der Wasserstraßen. Bleibt auch. Und 54, die Beschlussempfehlung und Bericht. Kulturpolitischer Ausschuss usw. bleibt das. Das hätte er auch gleich sagen können. Gut, also, dann bleibt es drauf, meine Damen und Herren. Jetzt hat der Herr Kollege Bellino zur Geschäftsordnung noch etwas zur Verlängerung der Sitzung beizutragen. Bitte. Herr Präsident, ich werde Sie dabei aber nicht einholen können. Ich möchte nur. Meine Damen und Herren, der Kollege Bellino hat mich noch nie in irgendeiner Form gerügt. Er wird es auch in den nächsten Jahren nicht machen. Er hat weiter das Wort. Ein bisschen zügig jetzt auf. Ja, jetzt hat er mir den. Nein, es ja, geht doch nicht. Nein, geht nicht. Es geht nicht. Ich spreche da. Jetzt geht es, Herr Präsident. Jetzt ist auch. Man müsste Ihnen aufgeschrieben haben, dass die Initiativen oder Anträge 31, 32, 33 und 72 in den WVA überwiesen werden sollen zur abschließenden Beratung. Das hatten wir so vereinbart. Herr Kollege Bellino, das hat man mir nicht aufgeschrieben. Man muss mir doch nicht alles aufschreiben. Aber ich habe den Punkt 31, 32, 33, 72 aufgerufen. Das hat keiner widersprochen. Als Reisenatz bleibt auf der Tagesordnung. Ich habe auch nichts dagegen, wenn das abschließend zur Beratung in den Ausschuss kommt. Hat auch keiner was dagegen. Also machen wir es so. Dann ist das in Ordnung. Sind wir uns wieder einig, Kollege Bellino? Vielen Dank, dass Sie sich entschuldigt haben. Dann, meine Damen und Herren, jetzt wieder zum Ernst der Sache. Wir haben die Sitzung heute Vormittag in dieser Mannschaft mit dem Sport begonnen, mit dem Fußball. Ich will abschließend noch sagen, wir wünschen allen hessischen Vereinen am Wochenende, insbesondere natürlich unserer Frankfurter Eintracht, alles Gute und viel Erfolg. Und wir gratulieren natürlich auch unseren Bayern für den überzeugenden Sieg gestern Abend. Wir sind hier neutral, das wissen Sie. Meine Damen und Herren, wir sehen uns nicht mehr vor Ostern. Ich darf Ihnen alles Gute wünschen, eine schöne Zeit, ein frohes Osterfest. Bleiben Sie gesund und munter. Kommen Sie wieder, wenn Sie mich wieder sehen wollen. Ich danke Ihnen. Die Sitzung ist geschlossen.